darf ich Ihnen unsere Unparteiischen vorstellen. In ihren Zebrajacken Guido Bangaldi. Ciao, Guido. Eine Stimmung heute Abend hier. Bonsoir, Gennaro Olivieri. Eine schöne Kirmes heute Abend. Ja, meine Damen und Herren und meine lieben Unparteiischen, wir wissen es alle, heute ist die 5. internationale Ausscheidung von Spiel ohne Grenzen, die letzte also. In 75 Minuten genau werden wir wissen, wer heute in 14 Tagen in Blackpool ins Finale gehen wird. Wollen wir allen Mannschaften toi, toi, toi wünschen, dass es ein angenehmes, sportliches Spiel wird. Und wir kommen gleich zu unserem ersten Spiel, meine Damen und Herren, und stellen Ihnen nun vor auf unserem großen Kirmesplatz die Wundertiere von Wolfsburg. Unsere Wundertiere haben zwei Köpfe, sie haben auch zwei Beine, aber in diesen Wundertieren mit den zwei Köpfen, da stecken auch zwei Kandidaten, denn Sie werden sagen, zwei Kandidaten haben vier Beine. Ja, aber die zwei Beine stecken in einem Bein unseres Wundertieres. Und damit Sie es glauben, dass da auch wirklich einer drin ist, möchte ich unseren belgischen Kandidaten aus Gosseli bitten, doch seinen Kopf etwas zu zeigen. Modrian Pourotet, s'il vous plaît. So habe ich mal jemanden lange Nase gezogen. Und zwar ist das einem lieben Kandidaten aus Gosseli gewesen. Diese Kandidaten, merci beaucoup, herzlichen Dank. Diese Kandidaten müssen nun der erste hier vorwärts hüpfen und der zweite steht rückwärts, der hüpft dann rückwärts über den Parcours. Nun wollen wir sehen, welche Mannschaft dieses erste Spiel gewinnen wird. Wir dürfen uns zum Start verabreden, lieber Gennaro, ja. Bitte schön zum ersten Spiel. Attention, Achtung! An der Wende die Italiener, dicht aufgefolgt von den Deutschen Wolfsburg, und jetzt kommt auf der mittleren Bahn die nächste Mannschaft aus, etwas abgeschlagen, unsere Schweizer Freunde aus Chiasso. Ermüdungserscheinung auf der mittleren Bahn. Stockungen bei den Belgiern, die Schweiz abgeschlagen, noch ist Deutschland im Rennen. Großbritannien fängt an, Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Italien und Belgien scheinen das Rennen zu... Nein, jetzt auch Stopp bei den Belgiern. Jetzt kommt Wolfsburg auf. Ganz ruhig gehen sie dem Ziel entgegen. Italien als Erste durchs Ziel, die Belgier berühren als Zweite, dicht aufgefolgt von der Mannschaft von Wolfsburg, und jetzt fallen sie alle um. Die Italiener haben also einwandfrei dieses erste Rennen für sich entscheiden können. Als Vierte kommen dann die Kandidaten von Coleraine durchs Ziel, und unsere Freunde aus Chiasso scheinen Schwierigkeiten zu haben. Jetzt brechen sie zusammen. Ja, das ist so, meine Damen und Herren, wenn der Vordermann etwas zu schnell hüpfen will, weil er vor sich einen Kandidaten sieht, den noch einholen will, dann kommt natürlich der rückwärts hüpfende Kandidat nicht mit. Auf alle Fälle können wir schon das Resultat geben. Wir können also das Ergebnis schon geben und kommen deshalb schon gleich zu unserer Ergebniskamera. Ja. Camilo, zuerst haben wir Italien. Italien als Erste. 5 Punkte. 5 Punkte für Italien. Nachher Belgien, 4 Punkte. Belgien am zweiten Platz mit 4 Punkten. Deutschland 3 Punkte. Deutschland 3 Punkte. Großbritannien 2 Punkte. Großbritannien 2. Und die Schweiz 1 Punkt. Und die Schweiz 1 Punkt. Das sind also unsere ersten Ergebnisse unseres ersten Spieles. Das werden wir aber jetzt auf unserer Anzeigentafel schriftlich sehen, was wir eben gesagt haben. Alba also in Führung, gefolgt von Gosseli, Wolfsburg, Coleraine
und Chiasso. Und nun zum zweiten Spiel. Sie sehen einen Trümmerhaufen, meine Damen und Herren. Und das sind Dameneinzelteile, die hier verstreut liegen. 4×24, das sind 96 Einzelteile. Und wir dürfen Ihnen nun präsentieren die dickste Frau der Welt. Die wird nun hier vor Ihren Augen in vierfacher Ausfertigung entstehen. Ich darf vielleicht mal zur Mini-Frau schreiten. So sieht sie also aus, die Dame, wenn sie noch nicht die dickste Frau der Welt ist. Eine Mini-Frau, die nun von den Kandidaten aus den vier Ländern zu einer Maxi-Frau verwandelt wird. Die Kandidaten haben 5 Minuten Zeit, diese dickste Frau der Welt herzustellen. Wir können losgehen. Achtung. Attention. Und los geht's. Jetzt werden sie wühlen in den Haufen. Es ist gefährlich, hier rumzustehen. System ist alles. Es ist für die Kandidaten etwas vereinfacht worden, dadurch, dass jede Mannschaft eine andere Farbe hat. Wenn wir Farbfernsehen hätten, dann könnten Sie es natürlich auch mitsehen. Von links nach rechts, also im Bild, die Schweiz, Italien, Belgien und Deutschland. Bei den Belgiern scheint es sehr, sehr gut zu klappen. Es sind 2 Mäntel insgesamt, 24 Teile, die aufgesetzt werden. Bei Deutschland ist die erste Puppe beendet. Große Kommandozentrale hier überall. Man ruft sich zu. 16 Teile, das ist Arthur Ellis, unser lieber netter Schiedsrichter, der so viele Nationalspiele bereits kommentiert hat. Er beobachtet die Mannschaft aus der Schweiz. Italien steht sehr gut, Belgien auch, man weiß noch nicht, die Schweiz steht auch gar nicht schlecht, man weiß nicht, wer dieses Rennen als Ersten beenden wird. Deutschland ist fast fertig, ein bisschen wackelig, die ganze Konstruktion. Eben wird bei Wolfsburg das letzte Stück gesetzt. Wolfsburg dürfte also dieses Spiel gewonnen haben. Bei Italien geht es auch so langsam dem Ende zu. Große Aufregung hier hinter den Kulissen, würde ich sagen. Italien eben beendet. Und die Belgier haben auch beendet und auch die Schweiz ist am Ende. Nun, meine Damen und Herren, ihr Fernsehfreunde, es ist eine Aufregung hier auf diesem Platz. Es ist herrlich. Die Schiedsrichter werden jetzt gleich zu uns kommen und uns das Ergebnis dieses zweiten Spieles mitteilen. Es war so, dass die Mannschaften also innerhalb von 5 Minuten diese Riesenpuppe, die dickste Frau der Welt, beendet haben mussten, um noch im Wettbewerb gewertet zu werden.
und sie haben es alle vor der Zeit, würde ich sagen, geschafft. Allerdings lagen sie, was den dritten, vierten und auch den zweiten Platz betrifft, sehr, sehr eng aufeinander. Da kommt Gennaro Olivieri gerade zu mir. Als erstes die deutsche Mannschaft von Wolfsburg mit einer Zeit von 2 Minuten 45 Sekunden. Man hat es also gehört, Gennaro, auf den Rängen 2 Minuten 45 für Deutschland. Und 5 Punkte. Und 5 Punkte für Wolfsburg am zweiten Platz. Haben wir mit 3 Minuten 28 Sekunden Italien. 4 Punkte. 4 Punkte für Italien mit 3,28. Und nachher die Schweiz, 3 Minuten 34, 3 Punkte. Die Schweiz, 3 Minuten 34, 3 Punkte. Endlich die belgische Mannschaft, 2 Punkte. Und die belgische Mannschaft mit 2 Punkten. Klares Ergebnis. Wir werden es gleich in der Zusammenrechnung jetzt sehen, wie die Lage nach diesem zweiten Spiel ist. Alba in Führung mit 9 Punkten. Gefolgt am zweiten Platz mit 8 Punkten von Wolfsburg. Am dritten Platz Gosseli mit 7 Punkten. Chiasso, Schweiz, am vierten Platz mit 4 Punkten. Und am fünften Platz Großbritannien, Coleraine, mit 2 Punkten. Und nun darf ich zum dritten Spiel übergeben an Tim Elstner. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf unserem Fernsehkirmesplatz. Und zwar begrüße ich Sie an unserem Glücksrad. Denn Glücksrad, so heißt auch unser Zwischenspiel. Und Zwischenspiel, das bedeutet, dass hier jede Mannschaft einmal als Solist auftritt. Also im Kampf um die Punkte ohne direkten Gegner. Ich darf Ihnen unser Spiel erklären und führe Sie hier rüber zu diesen Bassins. In der Mitte ist ein Tisch aufgebaut. Auf diesem Tisch steht ein Spieler, der Bälle auffangen muss. Und zwar beginnen wir mit der Mannschaft aus Großbritannien. Und hier geschieht das Ganze nun. Er wird auf dem Rücken liegen, wird Bälle anreichen und ein Turner wird um das Reck herumschwingen, ihm die Bälle aus der Hand schießen, Richtung seinem Kamerad dort auf dem Podest. Er wird die Bälle fangen, im Korb ablegen und dann wollen wir sehen, wer auf diese Art und Weise die meisten Bälle macht. Alles Weitere erkläre ich dann während des Spiels. You are ready? Alles okay? Go on. Das Reck ist übrigens 3,60 Meter hoch und Sie sehen, er braucht Hilfestellung, um da hochzukommen. Unten werden also die Bälle angereicht. Und alles okay? Können wir anfangen? So, wir haben den Schiedsrichter Guido Pancaldi hier neben uns, der genau aufpassen wird, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, ist okay. Können wir anzählen? Ja. Achtung! Attention! Der erste Treffer. Drei Bälle geschossen, davon zwei im Ziel. Der dritte. Bisher sieht das sehr gut aus für die Mannschaft aus Großbritannien. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, dass es in diesem Zwischenspiel nicht nur darum geht, besonders viele Punkte herauszuholen, sondern es ist auch ein Sonderpreis gestiftet worden für die teilnehmenden ausländischen Mannschaften. Und deswegen werden sich die Reckturner hier ganz besonders anstrengen, um diesen Sonderpreis mit in ihre Stadt zu nehmen. Noch 40 Sekunden und je länger das Spiel dauert, je schwieriger wird es natürlich, um die Stange herumzugehen. Denn das ist Bedingung, dass der Reckturner nach jedem Schuss einmal die Stange umkreist. Ob das nur mit einem Bauchaufzug oder mit einem Knieumschwung ist, das bleibt ihm überlassen. Noch 20 Sekunden. Na, vielleicht schafft er es noch im letzten Moment.
8 Sekunden noch. 5. Und im letzten Moment. Nein, da kommt der Schlusspfiff. Wir wollen uns einmal anschauen, wie das aussieht für Coleraine. Im Court sehen wir sehr viele Bälle, aber wir warten natürlich darauf, was uns der Schiedsrichter hier an die Anzeigentafel schreibt. So, für Großbritannien haben wir 12 Bälle. Das heißt, 12 Bälle im ersten Durchgang Zwischenspiel für Großbritannien. Und wir geben weiter zu Spiel 3. Liebe Fernsehfreunde, ich möchte die Ansage zu unserem nächsten Spiel dazu benutzen, zuerst mal den Tonausfall zu Beginn der Sendung zu entschuldigen. Ja, wenn Sie mal auf der Kirmes waren, dann können Sie sich vielleicht an so ein Kreisel-Karussell erinnern. Das Karussell, es dreht sich immer rundherum, wie es auch so schön in dem Liedchen heißt, für das hochverehrte Publikum. Nun, unser hochverehrtes Publikum ist heute Abend natürlich recht lautstark und manchmal hat man so Angst, man kommt überhaupt nicht bis zu Ihnen in die gute Stube an die Fernsehröhre. Zu unserer Kaffeemühle oder Kreiselkarussell treten nun an im ersten Durchgang die Wolfsburgerin gegen die Mädchen aus Coleraine aus Großbritannien. Und da sehe ich gerade den Mannschaftsführer von Coleraine stehen, der bei diesem Spiel der Kaffeemühle den Joker spielt. Well, I say good luck. Luck to you. Und unsere Anzeigentafel zeigt uns nun ein kleines Blinklicht bei dem Namen Coleraine. Sie werden es also nachher auch merken. Dieses Blinklicht wird nachher immer wieder da sein, sodass Sie wissen, dass Coleraine bereits den Joker gespielt hat. Es geht um doppelte Punktzahl. Ja. Bitte schön. Dann können wir abfahren. Achtung! Drei Meter etwa haben die Mädchen aus Coleraine bereits auf die Mädchen aus Wolfsburg aufgeholt, aber noch ist nicht aller Tage Abend, denn jetzt heißt es, diese Ballonproben abzunehmen, festzumachen und dann nach der dritten Traube den Rückweg antreten sie. Jetzt haben sie viel Zeit verloren beim Abnehmen, schon sind die Wolfsburgerinnen fast bei ihnen. Aber auch sie haben Schwierigkeiten gehabt und unsere Traube 2. Immer noch leichter Vorsprung. Die Cheergirls von Coleraine sind wieder angetreten. Dritte Traube also bei Coleraine schon. Nun kommen auch die Wolfsburgerinnen zur dritten Traube. Fast gleich auf, aber die Mädchen aus Coleraine, aus Großbritannien, ihr Mannschaftsführer hat den Joker gespielt, gehen auf den Rückweg und auf den fast im gleichen Augenblick kommen die Mädchen aus Wolfsburg auf. Ungefähr ein Meter haben die Mädchen aus Großbritannien noch Vorsprung. Jetzt haben sie etwa anderthalb Kaffeemühlenlänge. Damit bei diesem Knall ist Großbritannien über die Ziellinie. Jetzt kommt Wolfsburg. Das war der Knall für Wolfsburg. Und ich glaube, das war ein ziemlich deutliches Rennen. Wir werden in Kürze schon an unserer Anzeigentafel die Zeiten sehen für Deutschland und Großbritannien. Ja, Camino, für Deutschland haben wir 2 Minuten 28 Sekunden. 2:28 für Deutschland. Ja. Und für Großbritannien 2 Minuten und
20 Sekunden. Also 8 Sekunden hat der Unterschied betragen. Großbritannien 2,20, Deutschland 2,28. Und im nächsten Durchgang werden nun Belgien und die Schweiz antreten. Wir müssen natürlich unsere Kaffeemühlen jetzt wieder auf Start. Auf Start. Anastasia. Ja, also Belgien auf der Innenbahn. Beide genau an die Startlinie. So, ist alles klar. Schweiz, Schweizer und Belgien. Sifflet. Attenzione, Achtung. Die Zeit, die zu schlagen ist, ist also 2,20. Und natürlich auch die Zeit von 2,28. Zwischendurch ein kleiner Probeknall hier an der Startlinie. Na, die Schweiz hat inzwischen etwa 3 bis 4 Meter rausgeholt, sind bereits bei der ersten Traube. Und hier kommt eben eine leichte Brise auf, vom Wetterbericht übrigens auch gemeldet. Wir hoffen nur, dass wir den Abend trocken überstehen. Oh, das Mädchen aus der Schweiz hat Sorgen, die dritte Traube festzumachen. Sie findet den Haken nicht. Und das haben die Belgierinnen ausgenutzt, um einen leichten Vorsprung rauszuholen. Denn die Mädchen müssen mit den 3 Trauben ins Ziel kommen. Aber jetzt dreht die Schweiz schon wieder ganz stark, holt wieder auf. Ist auf, fast auf gleicher Ebene, jetzt 10 cm Vorsprung. Aber sie werden, beide Mannschaften, es nicht schaffen, die beiden ersten Zeiten zu schlagen. Jetzt ist schon die Bestzeit überholt. Das also auf jeden Fall für Großbritannien und Deutschland die beiden ersten Plätze sein werden. Denn jetzt haben wir die Zeit von 2:29. Wolfsburg ist schon ganz sicher am 2. und Großbritannien am 1. Das war der Knall für die Schweiz. Und der Knall für Belgien. Damit sind nun alle 4 Mannschaften über die Strecke gefahren. Unsere Kaffeemühle hat nun ihre Schuld. Ihre Schuldigkeit getan, ihre Pflicht getan. Oh, Gennaro. Schon genau. Das ist ja unheimlich heute Abend, wie schnell das geht. Für Belgien haben wir 2 Minuten 47 Sekunden. 2:47 für Belgien, ja. Und für die Schweiz 2 Minuten 38 Sekunden. 2:38. Nun, wenn wir schnell die Punkte sagen. Großbritannien hat gewonnen. Mit dem Joker. Mit dem Joker, das macht? 10 Punkte. 10 Punkte für Großbritannien. Nachher Deutschland. 4 Punkte. 4 Punkte für Deutschland. Nachher die Schweiz. 3 Punkte. Die Schweiz 3 Punkte. Und Belgien 2 Punkte. Und 2 Punkte für Belgien. Nun wollen wir mal sehen, was denn jetzt auf unserer Anzeigentafel steht. Es ist sehr, sehr spannend. Wollen wir schnell beobachten. Joker gespielt, also nur von Colorain bis jetzt. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir 2 Mannschaften an der Spitze. Und zwar Colorain mit 12 Punkten und Wolfsburg mit 12 Punkten.
Tja, und das ist nun der italienische Ballfänger. Er wird versuchen, also möglichst viele Bälle jetzt zu fangen. 12 Bälle müsste er mindestens fangen, um mit Großbritannien gleichzuziehen. Und die italienische Mannschaft aus Alba wird also nun ihr Glück versuchen, hier beim Glücksrad das Große loszuziehen. Wir wollen die Zeit nehmen. Der italienische Spieler ist schon fast bereit. Aber erst noch darf er sich oben stützen auf dem Reck. Alles bereit? Buono. Attenzione. Ja, leider bisher erst ein Ball im Ziel für die Mannschaft aus Alba in Italien. Der zweite. Ja, für diese Reckturner hier ist das wirklich schon eine physische Leistung. Übrigens vorhin dieser großartige Turner aus England war bei den Olympischen Spielen in Mexiko 7. im Bodenturnen. Übrigens, wenn der eine oder andere Ball mal knapp vorbeigeht, bedenken Sie, dass der Fänger auf einem ganz schmalen Tisch steht. Und wenn er sich natürlich zu stark bewegt, dann geht er baden. Und das wäre für das Spiel eine zu große Verzögerung. Deswegen müssen Sie natürlich sehr aufpassen. Schade. Noch 30 Sekunden. Sieben Bälle sind bisher im Ziel. Noch 10 Sekunden. Ja, die sind leider alle zu flach geschossen. Gleich kommt der Schlusspfiff. Ja, und dieser letzte Ball, hätte er ihn gefangen, hätte er ihn nicht gefangen, kann nicht gewertet werden. Wir schauen uns wieder die Tafel an. Es sind, soweit ich das übersehen kann, 7 Bälle für die Mannschaft aus Alba, aber jawohl, wir warten auf genau den Schiedsrichter. 7 Bälle, ganz gut gezählt. Also Großbritannien bisher 12, Italien 7 Bälle. Damit führt im Zwischenspiel bisher Großbritannien. Und nun gebe ich wieder weiter an Camillo Felben. Vielleicht erinnern Sie sich an ihre Jugendzeit, als sie damals noch als kleines Kind auf dem Pony reiten durften. Nun, wir haben das auf unserem Kirmesplatz hier etwas erweitert. Sie sehen jetzt einen Ritt auf dem Schwein. Ja, ich bin also sozusagen am Rande einer kleinen Schweinerei. Hier haben Sie also sozusagen die Mama, die Schweinemama, aus Kunststoff sozusagen. Und hier haben wir dann die Originale, hier ist die Susi. Vielleicht sagt uns Susi ein paar Worte ins Mikrofon. Ja, sie hat nicht so gern, wenn man sie von hinten fotografiert. Aber vielleicht kriegen wir ein kleines Profil da zustande. Nein? Schade, sonst hätten wir vielleicht die Stimmen dieser lieben, netten Schweine gehört. Das ist sozusagen Zukunftsmusik für Schinkenfreunde. Nun, unsere Kandidaten, unsere Schweinetreiber sitzen auf diesen Riesenschweinen. Im Schwein ist ein großes Rad und an diesem Rad müssen sie sich vorwärts bewegen. Und nun unsere süßen 5 an der Zahl für jede Mannschaft oben ins Gatter treiben. Wer zuerst oben ist, hat natürlich dieses Spiel gewonnen. Aber da sehe ich gerade den Mannschaftsführer von Italien stehen. Italien spielt also bei diesem Spiel, bei unserer kleinen Schweinerei, den Joker. Wie sagt man Italienisch? In bocca al lupo. Was heißt das? Im Löwenmund. Im Löwenmaul oder Löwenmund. Das heißt also toi toi toi. Toi 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 heißt das. Gut, sagen wir toi toi toi, Daumen hoch halten und molti auguri sagen zum Start, Gennaro. Wir sind soweit, die Schweine sind bereit. Moment. Die Kandidaten. Achtung! Oh je, jetzt bricht hier ein Geschrei aus. Aber unsere Mädchen wollen nicht, wie die Kandidaten wollen. Und zwar, wenn ein Schwein
ausbricht, muss der Kandidat mit den Händen es wieder vor sein Fahrzeug bringen. Denn sie sind es, die oben ins Gatter müssen. Sie hören hier Schreie. Italien im Moment in Führung. Reihenfolge wäre also Italien, Schweiz. Oh, Großbritannien holt auf. Nein, jetzt ist er stecken geblieben. Deutschland am vierten Platz im Moment. Als Belohnung für unsere Schweinchen übrigens hier auf dem Parcours. Nette Äpfel. Bis zur weißen Markierung fahren nun unsere Schweinefahrzeuge. Und dann heißt es, möglichst schnell die fünf Schweinchen in das Gatter zu treiben. Tor schließen, in Führung also Italien mit weitem Vorsprung. Jetzt darf er gleich absteigen. Jetzt darf der Italiener schon absteigen und die Schweinchen mit freundlichen Klapsen auf den Po ins Gatter treiben, das Gatter schließen. Aber alle müssen drin bleiben. So. Die Zeit für Italien ist abgestoppt. Klarer Fall. Italien hat also dieses Spiel ganz sicher gewonnen. Jetzt kommt der deutsche Kandidat in dritter Position. Großbritannien in vierter. Eben springt unser Schweizer Freund hier ab. Er kommt als zweiter rein. Das Gatter wird geschlossen. Jetzt läuft auch der deutsche Kandidat ran. Er ist etwas zu spät gekommen. Also vielleicht eine Sekunde später und er freut sich hier. Gibt seinem Schweinchen noch einen freundlichen Klaps. So, jetzt ist Wolfsburg auch fertig. Das Eigenartige dabei ist, dass unser Kandidat aus Großbritannien nicht so recht mit seinem Schweinefahrzeug vorankommt. Tja, und er ist ein Pig Farmer, wie man so schön sagt. Er ist Schweinezüchter. So, und fällt auch noch hin. Na, na, na. Die Hose scheint auch etwas zu weit zu sein. So. Jetzt ist auch Großbritannien im Ziel und wir können die Ergebnisse bekannt geben. Auf alle Fälle hat Italien gewonnen und mit dem Joker haben sie 10 Punkte. 10 Punkte also für Alba mit dem Joker, 2x5. Ja. Ja. Nachher die Schweiz, 4 Punkte. 4 Punkte für die Schweiz. Für Deutschland 3 Punkte. 3 Punkte für Deutschland. Und für Großbritannien 2 Punkte. Und 2 Punkte für Großbritannien. Ja, das gibt wieder eine spannende Rechnung. Wollen wir sehen, was unsere Anzeigentafel markiert. Jetzt sieht es allerdings etwas deutlicher aus. Alba in Führung mit 19 Punkten. Am zweiten Platz Wolfsburg mit 15 Punkten. Dritter Platz Coleraine mit 14 Punkten. Vierter Platz Chiasso 11. Und fünfter Platz für Gosseli mit 8 Punkten. Und nun zum Zwischenspiel. So, und wir wollen nun einmal sehen, ob die Mannschaft aus Belgien, nämlich aus Gosseli, hier mehr Glück hat beim Glücksradspiel. Ob es ihr vielleicht gelingt, das große Los zu holen. Alles in Ordnung, bonsoir messieurs, comment allez-vous? Diese beiden werden also dafür sorgen, dass das Rad bewegt wird. Allez, on ouvre, s'il vous plaît. Vielleicht darf ich Ihnen noch mal zeigen, wo diese Bälle angereicht werden. Der Spieler hält sie hier, nimmt nochmal ganz genau Maß und sie kommen hier hinten aus einer Röhre ran. Es sind also genügend Bälle da. Sie können 30, 40 Tore schießen, aber jetzt wäre es erstmal gut, mehr als 12 zu schaffen. Alles in Ordnung? Können wir anfangen? Los! Fast, das war ganz knapp nur daneben. Ja, leider hat Gosseli in diesem Spiel im Moment sehr viel Pech und ich glaube, unser Turner am Reck oben ist ein wenig verletzt. Hoffentlich hat er sich nicht allzu sehr wehgetan. Wie sieht es mit der Zeit aus, Guido? Also, wir haben noch eine Minute 20 Sekunden.
Noch eine Minute und 20 Sekunden und einen Ball konnten wir bisher im Ziel sehen. Also unser Rekturner tut mir wirklich leid. Es scheint so, als habe er sich verletzt und versucht nun mit letzter Kraftanstrengung hier noch einige Male um die Reckstange herumzukommen. Vielleicht hilft ein aufmunternder Applaus vom Publikum. Das ist nett von ihm, danke. Noch 50 Sekunden. Ja, er hat nicht nur Schusspech, sondern es scheint so, als würde das Mädchen aus Gosseli nicht gerade die größte Fangkünstlerin sein. Aber selbstverständlich spielt er auch die Nervosität heute Abend eine große Rolle. Gleich kommt der Schlusspfiff. Tja, und damit ein leider sehr schlechtes Ergebnis für Gosseli, für die belgische Mannschaft. Mir tut das sehr leid. Unser Turner hatte sich verletzt. Es lag daran, er hat es mir vorhin gesagt, er hat zu viel geschwommen in den vergangenen Ferien und dadurch ist seine Haut an den Händen zu weich geworden. Trotzdem hat er also noch eine Meisterleistung vollbracht. Ja, leider nur ein Ball für Belgien. Ein Ball also für Belgien und damit führt nach wie vor Großbritannien mit 12 Bällen nach dem dritten Zwischenspiel. Hau den Lukas. Nun, der Lukas darf auf keinem Kirmesplatz fehlen. Er wird aber bei uns nicht hier vertikal gehauen, sondern horizontal. Nur mal versuchen, ob ich das eventuell fertig bringe. Ich kann Ihnen sagen, 250 Kilo Gewicht sind das. Und dazu natürlich noch die Kraft, die man braucht, um ihn im Schlag zu treffen. Ich rechne das so auf 350 bis 400 Kilo, die man nur natürlich hineinlegen kann, um diesen Burschen hier auf dieser Bahn voranzutreiben. Hier haben wir nun unsere Kandidaten stehen. Und unsere Kandidaten, das sind ein italienischer Mittelgewichter aus Alba, ein Peso Medio. Und wir haben aus Gosseli haben wir einen Judoka, einen Judo-Kämpfer. Und Gennaro, bitte mal die Handschuhe überprüfen. Alles in Ordnung, kein falscher Boden. So, bitte zum... Und an den Start. Aha, hier sehe ich noch... Ja, hier ist aber vielleicht ein Auflauf. Hier setzt man, kommen Sie bitte näher, hier setzt man also Le Capitaine de Gosseli, der spielt also den Joker auf seinen Judoka. On fait seulement comme ça. Man macht so. Und hier der Captain natürlich von Wolfsburg, guten Abend, der auch den Joker für die Wolfsburger Mannschaft setzt. Tja, dann wollen wir mal sehen, wer von beiden auch hier. Zwei Daumen. So, es kann losgehen. Frei. Pronto. Camino. Achtung. Vier Meter Vorsprung etwa für Gosseli, das den Joker gespielt hat. Die ersten kleinen Regentropfen fallen eben hier vom Himmel. Gosseli geht also in diesem ersten Durchgang einem sicheren ersten Platz entgegen. Es hat geknallt für Belgien. Der Judoka ist natürlich sehr, sehr müde. Italien kommt, hat noch etwa 15 Meter, kommt in die letzte Kurve. So, das wären sie beide gewesen.
Wir hoffen, dass es nur ein leichter Frühlingsregen bleibt. Wir haben also die Mannschaften von Italien und Belgien gehabt, davon ja. Belgien, das den Joker spielt. Also, für Italien haben wir 1 Minute 25 Sekunden. 1,25 für ja. Italien und Belgien. Und für Belgien ganz genau 1 Minute. 1 Minute 0-0, würde ich sagen. Nun, dann können wir auch 0-0 schreiben. 0-0 schreiben. Und wir, meine Damen und Herren, rasen jetzt schnell zurück zum Start, denn zum zweiten Durchgang startet dann Wolfsburg gegen Coleraine. Die beiden Boxer sind schon wieder am Ziel. Und auch wir kommen schon an. Nun können wir Ihnen die beiden nächsten Kandidaten vorstellen. Den Kandidaten aus Großbritannien, Coleraine, und den Kandidaten aus Deutschland. Auf ihn hat die Mannschaft aus Wolfsburg gesetzt. Auf ihn setzen selbstverständlich alle, die hier auf diesem Platz sind. Und wenn Sie vielleicht am Fernsehen bei den deutschen Meisterschaften zugesehen haben, dann wissen Sie, dass er am folgenden Sonntag, glaube ich, war es, ja. den vierten Platz im Hammerwerfen gemacht hat. Genau, mit 66,34. Mit 66,34. Nun, toi, 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 bitte Handschuhe überprüfen. Alles überprüfen. In Ordnung, es kann losgehen. Achtung, bitte, bitte, bitte. Achtung! Hey, das gibt ein Tempo. Die Zeit von einer Minute ist zu schlagen. Wir haben jetzt 23 Sekunden. Noch sind es etwa 12 Meter. Etwa 10 Meter zurück, Coleraine. Aber es kann für Coleraine noch einen dritten Platz geben. Eben hat das geknallt. Damit ging also unser Hammerwerfer durchs Ziel. Jetzt kommt Coleraine, die Cheergirls um ihn herum und schreien und schreien und schreien, ermutigen ihn, denn er könnte ja immerhin noch den zweiten Platz, jawohl, er hat den zweiten Platz, glaube ich, in diesem Rennen rausgeschlagen, der Mann aus Coleraine. Denn die Zeiten, die zu schlagen waren, waren 1 Minute und 1 Minute 25. Und ich glaube, in beiden Fällen wurde die bis jetzt erzielte Mindestzeit geschlagen. Für Großbritannien 50 Sekunden. Großbritannien 50 Sekunden, also besser als Belgien. Und in Deutschland, was du? Ich weiß nicht, 0,40. 35 Sekunden. 0,35 für Deutschland, 35 Sekunden. So, dann die Punkte. Die Punkte. 10 Punkte mit dem Joker. 2x5 Punkte, also 10 Punkte für Deutschland. 4 Punkte für Großbritannien. 4 Punkte für Großbritannien. Mit dem Joker 6 Punkte für Belgien. 2x3 gleich 6 Punkte für Belgien. Und für Italien 2 Punkte. Und Italien 2 Punkte. Nun, das wird jetzt natürlich wieder eine herrliche Rechnung werden und wir können Ihnen gleich darüber berichten, wie es jetzt nach diesem Spiel aussieht. Damit ging Wolfsburg wieder in Führung mit 25 Punkten, gefolgt von Alba mit 21 am 2. 4 Punkte Vorsprung also für Wolfsburg vor unserem nächsten Zwischenspiel. Ja, leider hat der hier einsetzende Regen in Wolfsburg einige Verwirrung gestiftet, vor allen Dingen hier am Zwischenspiel. Wir mussten schon einmal die Reckstange verhängen, damit die Mannschaft, die jetzt dran ist, nicht benachteiligt ist durch den Regen, durch eine feuchte, glitschige, nasse Stange. Und zwar darf ich Ihnen vorstellen, die Mannschaft aus der Schweiz, die wirklich hier zum erklärten Favoriten gestempelt wurde. Und Fulvio, einer der besten Schweizer Jugendturner, wird sich also aufs Reck begeben. Und vielleicht hilft er ihm jetzt ein bisschen nach oben. Guido, wollen wir versuchen, dass die Reckstange vorher erst nochmal abgetrocknet wird? So, alles okay? Gut. So, Achtung, wir beginnen jetzt gleich. Der Regen setzt zwar ein,
aber Fulvio wird für Chiasso, für die Schweiz hier nun turnen und versuchen, mehr als 12 Bälle ins Ziel zu bringen, okay? Allora, Chiasso, attenzione! Achtung, los! Zwei Bälle sind bisher ins Ziel gegangen. Drei. Vier. Ja, jetzt haben sich die beiden eingespielt. Ich darf Ihnen vielleicht dazu sagen, dass der Rückturner Fulvio in der Schweizer Nationalmannschaft ist und hier wirklich ein wahres Kunststück am Reck vollführt. Und das Publikum hier in Wolfsburg geht mit und bewundert wirklich seine großartige sportliche Leistung. Das Schweizer Mädchen, nämlich Emilia, ist ebenfalls in einer Nationalmannschaft in der Schweiz, und zwar in der Basketball-Nationalmannschaft. Und dort hat sie natürlich das Fangen gelernt. Und es sieht so aus, als würde Fulvio es hier schaffen, den Sieg für die Schweiz zu holen, wenn es so weitergeht. Und sein Trainer steht etwa 10 Meter entfernt von ihm und ruft immer zu, Bene, Bene, Bene. Wie lange noch, Guido? Noch 30 Sekunden. Und ich glaube, die Schweiz hat hier im Zwischenspiel auf jeden Fall das bisher stärkste Ergebnis vorgelegt. Noch 20 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Da kommt der Schlusspfiff. Und ich glaube, Fulvio ist ein strahlender Sieger. Herzlichen Glückwunsch für ihn. Wir wollen uns jetzt das Ergebnis auf der Tafel anschauen. Also, wir haben für die Schweiz, für Chiasso, 23 Bälle. Und das ist der absolute Rekord hier bei uns im Zwischenspiel, nämlich 23 Bälle für die Schweiz. Und ich sagte Ihnen ja, dass dieses Zwischenspiel das Glücksrad heißt und dass es hier einen Sonderpreis zu gewinnen gibt. Und dieser Sonderpreis ist gestiftet worden für die ausländischen teilnehmenden Nationen hier beim Spiel ohne Grenzen in Wolfsburg. Und diesen Sonderpreis möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Fulvio, komm zu mir! Fulvio, Fulvio, komm, komm, geh mit mir dahin, komm, Fulvio. Das hier ist also der Sonderpreis vom Herstellerwerk gestiftet. Dieser Mannschaftswagen geht nach Chiasso und Fulvio hat ihn für Chiasso, für einen gemeinnützigen Zweck für Chiasso gewonnen. Fulvio, hier sind die Autoschlüssel. Ich glaube, ihr könnt ihn auf die Schultern setzen und ihn draustragen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das wäre also der Sonderpreis, der in diesem Fall an Chiasso geht. Und mit 23 Bällen liegt die Schweiz in Führung bisher im Zwischenspiel. Wolfsburg bewirbt sich zwar nicht um diesen Sonderpreis, um das große Los, aber Wolfsburg wird natürlich versuchen, hier noch möglichst viele Bälle zu bekommen. Und liebe Wolfsburger, wir wollen die Daumen drücken, dass hier unten bei dem D noch eine gute Zahl steht. Und ich gebe weiter an Camillo Felgen. Ja, Gennaro, Gennaro, komm zu Hilfe. Ja. Wir wollen jetzt die Front der Zuckerpuppen abschreiten, denn wir haben als nächstes Spiel die Zuckerwatte. Das ist auf dem Kirmesplatz so, dass man sich so schön eine Zuckerwatte drehen lässt und dann, das schmeckt. Und das werden jetzt unsere Zuckerpuppen hier machen. Bitte schön. Hier haben wir die Schweiz, da haben wir Belgien und hier haben wir Italien. Und nun sollen Sie diese Zuckerwatte hier, Fernsehzuckerwatte ist das, sollen Sie auf Ihre Stäbchen aufrollen und dann in einen Behälter bringen. Möglichst viel natürlich. Aber ich darf Ihnen verraten, dass unsere Mädchen wirklich nichts sehen. Gar nichts sehen. Das werden wir nach dem Spiel beweisen, dass sie gar nichts sehen. So, wir sind bereit. Gennaro, zum Start. Achtung! Ja,
Sie haben einen Helfer. Er darf also stimmlich alles machen. Ist mit Belgierinnen zusammengestoßen. Er schreit gelb nach links, fast hätte sie nämlich die Belgierin, hätte es fast bei Italien reingelegt. Und eben haben die Schweizerin und die Belgierin drüben ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Parcours, ein Beweis dafür, dass sie wirklich nicht sehen. Hoppla, und wieder ein kleiner Zusammenstoß hier am Kasten. Jetzt holt der Schiedsrichter schnell die kleine Belgierin, die läuft jetzt zur Kamera. Das war jetzt sehr lustig, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Die kleine Schweizerin legte jetzt ihre Kameradin ganz einfach die Zuckerwatte auf den Kopf statt in den Kessel rein. Nun, wie sieht es denn so aus auf unseren Wagen? Bei Großbritannien sehe ich etwa 15 Kilo. Bei der Schweiz 12,5. Bei Belgien fast 23. Und bei Italien 21. Im Moment ist also Belgien in Führung. Wenn man hier so an den Kommandozentralen vorbeigeht, dann glaubt man tatsächlich beim Turmbau in Babel mit dabei zu sein. Hoppla! So, ist gleich zu Ende. Achtung, Camino, noch 5 Sekunden. Stopp! So, meine Damen und Herren, hier nehmen wir uns gleich mal eins der belgischen Mädchen und wollen Ihnen zeigen, dass sie wirklich nicht sehen konnte. Vous enlevez votre tête, mademoiselle, s'il vous plaît. Sie weiß gar nicht, wo die Richtung ist. Hat also unter dem Kopf, sehen Sie noch hier, eine Augenbinde. Und jetzt erst, wenn sie die Augenbinde abgenommen hat, dann kann sie sehen. Bonjour, Beclaire. Es ist schön hell geworden, nachdem es so dunkel war. Und auch unser anderes belgisches Mädchen. Pourriez-vous enlever votre tête, s'il vous plaît. Voilà. Et les lunettes. Hoppla. Voilà, ich erkläre de nouveau. So, jetzt haben wir unsere Mädchen, die haben ihnen gezeigt, dass sie wirklich nicht sehen konnten. Und sie haben es wahrscheinlich auch bei der Art, wie sie durcheinander liefen und die Richtung verloren, gesehen, dass sie wirklich nicht sehen konnten. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien fait. Ich glaube, sie habt sehr gut gemacht. So, dann wollen wir mal zu dem Wagen gehen. Gennaro. Dann, für Großbritannien. Für Großbritannien. 17 Kilo. 17 Kilo. 700 Gramm. 700 Gramm. 17 Kilo. 700 Gramm. Für die Schweiz. Für die Schweiz. 21 Kilo. 21 Kilo. 400 Gramm. 400 Gramm. Für Belgien. 24. 200 Gramm. 24 Kilo und 200 Gramm für Belgien. Nun Italien als Letzte. Und für Italien 24 Gramm. Ist das möglich? Ja, ja. 24 und tatsächlich 400 Gramm. Ja. 24, 400 geht vor 420 und 200. Nun die Punkte. Für Italien 5 Punkte. 5 für Italien. Für Belgien 4. 4 für Belgien. Für Großbritannien 3. Nein, die Schweiz.
Für die Schweiz 3. Die Schweiz 3. Und für Großbritannien 2. Und 2 für Großbritannien. 5, 4, 3, 2. Große Eitelfreude überall, bevor wir aber unsere Zusammenrechnung sehen. Nun, hier kommt sie, meine Damen und Herren, in Kürze wird sie da sein, unsere Anzeigentafel, die uns sagt, dass es inzwischen folgendermaßen aussieht. 4 Mannschaften haben den Joker gespielt, außer der Schweiz, alle anderen. Und an der Spitze Alba mit 26 Punkten, am zweiten Platz Wolfsburg mit 25 Punkten. Die Wolfsburger Mannschaft für das Zwischenspiel vor. Ihr habt es eben gehört, an zweiter Stelle. Ich drücke die Daumen, dass was Gutes dabei rauskommt. Zu meiner Linken, das sind die beiden Leos, die unterm und auf dem Reck turnen werden. Wenn ihr wollt, geht ruhig schon rauf und Ulrike möchte ich auf ihren Standplatz bringen. Ulrike, ich glaube, Sie sind selber eine begeisterte Sportlerin, Leichtathletin. Was machen Sie da? Schwerwurf speziell. Und eine gute Weite im Schwerwurf? Ja, 38,5. Haben Sie damit schon mal eine Meisterschaft gewonnen? Ja, vierte der deutschen Jugendmeisterschaften. Gut, also Ulrike, die vierte der deutschen Jugendmeisterschaften, geht jetzt aufs Podest und wird versuchen, hier nicht zu werfen, nicht schwer zu werfen, sondern möglichst viele Bälle für Wolfsburg zu fangen. Da oben wollen wir noch mal kontrollieren, ist die Stange trocken? Leo, ist die Stange trocken? Alles in Ordnung? Gut. Also für Deutschland, Achtung. Also Wolfsburg geht an den Start. Ja, das war nur einer zur Probe, den wollen wir nicht rechnen. 1, 2, 3, 4. Also Ulrike hat wirklich Mut. Nein, sind noch fünf. Ja, wir brauchen gar keinen Schiedsrichter, das Publikum zählt mit. 9, 10. Jetzt wird es spannend. Noch 1 Minute und 12 Bälle. 13. 14. Also Ulrike verführt wahre artistische Meisterleistung empfangen. Bälle und noch 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Vielleicht schafft er noch 2 Bälle. Und im letzten Moment noch 5 Sekunden. Ja! Donnerwetter, Ulrike. Also, ich glaube, dass das Publikum hier in Wolfsburg wirklich zu Recht applaudiert. Wir warten auf das Ergebnis. Guido. 24 Bälle für Deutschland. 24 Bälle also für Wolfsburg. Und damit hat Wolfsburg dieses Zwischenspiel gewonnen und hat sozusagen die meisten Punkte herausgeholt beim Glücksrad. Und ich muss noch einmal betonen, eine Meisterleistung von Ulrike, die wirklich artistisch die Bälle gefangen hat. Wir wollen jetzt die Punkte verteilen. Deutschland 5 Punkte. 5 Punkte für Wolfsburg. Schweiz 4 Punkte. 4 Punkte für die Schweiz. Großbritannien 3 Punkte. 3 Punkte für Großbritannien. Italien 2 Punkte. Für Italien 2. Und Belgien 1 Punkt. Wir wiederholen noch einmal. Deutschland 5 Punkte, die Schweiz 4 Punkte, 3 Punkte für Großbritannien, 2 Punkte für Italien und 1 Punkt für Belgien. Und damit geben wir weiter an das letzte Spiel, an Spiel 7 und zu Camillo Felben.
Und nun kommen wir zu unserem Rotor. 500 Bälle liegen in diesem Rotor verteilt. Und ich würde sagen, die Olympischen Spiele München 1972 werfen ihre Schatten voraus. Es heißt jetzt, diese Bälle bei drehendem Rotor Mitspielern zuzuwerfen. Die werden sie auffangen und in ihre Türme hineinwerfen. Wir werden sie laufend auf dem Laufenden sozusagen halten. Es ist also noch alles möglich, sowohl für Alba als auch für Wolfsburg. Aber hier kommt der Kapitän von Chiasso und spielt bei diesem Spiel, beim letzten Spiel, den Joker. Toi, 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 sagt man in Deutschland. Sempre in bocca al lupo. In bocca al lupo. Molti auguri. So, und nun wollen wir unseren Rotor anwerfen, bitteschön. Und erst auf Anpfiff geht es los für 3 Minuten. Ich darf Ihnen am Rande verraten, dass diese Drehscheibe, wenn sie auf vollen Touren läuft, am Rande mit 48 Stundenkilometern läuft. Jetzt wollen wir sehen, ob die Motoren greifen. Ja, es zieht so langsam an, aber noch haben wir das vorgeschriebene Tempo nicht. Jetzt kommt es so langsam auf Touren. Achtung! So. Und jetzt beginnt's. Wollen natürlich unsere Schweizer Freunde jetzt ganz besonders verfolgen. Ich sehe bei Großbritannien 2, bei der Schweiz inzwischen 4, bei Italien 4. Bei Deutschland 4, Belgien bis jetzt 2. Der Motor ist ausgefallen, wir haben eine kleine Strompanne und jetzt kommt alles mit Handbetrieb wieder. Jetzt muss gedrückt werden. Mal sehen, ob wir die Scheibe wieder ins Drehen bekommen. Nein, sehen Sie, der Handbetrieb geht noch am besten. Ich darf Ihnen aber inzwischen die Ergebnisse geben, denn unsere Kandidaten nutzen das natürlich jetzt an. 17, also, ja, 17 für die Schweiz, für Italien. 20 für Italien, für Wolfsburg. Belgien etwas im Hintertreffen. Mit Michiel. 12 etwa für Belgien. 14 jetzt. Großbritannien, 16 für Großbritannien, aber die Schweiz ist interessant. 33 für die Schweiz, 37 für Italien, für Deutschland. 40 für Deutschland. ...18 für Belgien. Eine sportliche Übung, hier diesen Rotor zu treiben. 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden, 23 haben wir bei Großbritannien hier. Und der Schweizer ist eben dran, seinen Käfig zu füllen. Nur noch 20 Sekunden. Und immer wieder Hilfe sogar bei der Mannschaft wird mitgeholfen zu drehen. Es wird weiter gezählt. Der Schiedsrichter zählt noch 10 Sekunden. Achtung, Camino. Achtung. Und damit ist auch dieses Spiel zu Ende. Nun ja, es riecht hier ein bisschen nach verbrannt, meine Damen und Herren. Aber es wird natürlich jetzt ganz hart werden, denn Sie wissen, dass die Schweiz den Joker gesetzt hat.
also für doppelte Punktzahl gespielt hat. Aber zwischen Wolfsburg und Alba waren nur 2 Punkte Unterschied. Es heißt also jetzt für Wolfsburg, die 2 Punkte zu behalten und auch den ersten Platz zu verteidigen. Also, wir haben Deutschland mit 56. Ha, die Kreide sogar schmilzt im Regen hier. Du musst nochmal versuchen, neues Stück Kreide. 56 für Deutschland. 56 Bälle für Deutschland. Belgien 26. 26 für Belgien. Großbritannien 28. 28 für Großbritannien. Italien 57. Italien 57. Und die Schweiz 58. Und die Schweiz 58. Das ist also wirklich ein Rennen Kopf an Kopf, kann man da sagen. Also wir haben die Schweiz mit dem Joker, das macht 10 Punkte für die Schweiz. 10 Punkte für die Schweiz. Italien zweiter Stelle, 4 Punkte. 4 Punkte für Italien. Deutschland 3 Punkte. Deutschland 3 Punkte. 2 für Großbritannien. 2 für Großbritannien. Und 1 Punkt für Belgien. Und einen Punkt für Belgien. Das wollen wir vielleicht schnell noch einmal wiederholen. Die Schweiz 10. Italien 4, Deutschland 3, Großbritannien 2 und Belgien 1 Punkt. Und jetzt sehen wir unsere letzte Anzeigentafel des Abends. Wolfsburg hat es geschafft, am ersten Platz zu bleiben. Mit 33 Punkten zu 32 Punkten für Alba. 28 am dritten Platz für Chiasso. Am vierten Platz Coleraine mit 25 und am fünften Platz Gosselin mit 20 Punkten. Und nun Jubeltrubel, Heiterkeit natürlich auf unserem ganzen Stadion hier. Erster Platz für Wolfsburg mit 33 Punkten und dafür natürlich für Wolfsburg eine sichere Teilnahme am Endspiel, am Finale in Blackpool. Aber nicht nur das, denn die Stadt Coleraine hat einen Sonderpreis gestiftet für die beste kontinentale Mannschaft dieses Spieles. Und das ist Wolfsburg. Und deshalb lädt Coleraine die Mannschaft von Wolfsburg für die Jungs, wenn sie verheiratet sind, mit ihren Frauen und für die Mitspielerinnen, wenn sie verheiratet sind, mit ihren Männern für 8 Tage nach Coleraine ein, im Jahr 1970 natürlich, wenn die Sonne wieder scheint und nicht wie heute Abend der Regen auf Mitteleuropa niederprasselt. Das ist eine schöne Geste von Coleraine und ganz Wolfsburg freut sich natürlich darüber. Und nun, lieber Schorschel, wirf mal der Orschel an. Ich brauche Musik. Denn, meine Damen und Herren, wir wollen nun den Pokal überreichen. Zum ersten Mal im Jahre 1969 an eine deutsche Mannschaft und es ist die Mannschaft von Wolfsburg. Wir wollen zu ihr gehen, strahlend steht sie da, um die Trophäe in Empfang zu nehmen. Ich gratuliere recht herzlich, gratuliere auch recht herzlich der Schweiz, die noch so schnell aufgeholt hat. Arrivederci. Goodbye, au revoir la Belgique. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es geht natürlich jetzt auch darum, wer wird denn am Finale teilnehmen. Sie sehen jetzt gleich auf Ihrem kleinen Schirm eine Anzeigentafel, eine zweite Anzeigentafel, die uns sagt, welche Mannschaften ins Finale gehen. Nun, es hat sich ein Gleichstand bei 2 belgischen Mannschaften herausgestellt. Brügge kam an den 5. Platz mit 20 Punkten und Gosselin kam an den 5. Platz mit 20 Punkten. Es entscheidet aber die Zahl der höheren und besseren Spiele. Das heißt also, wenn man einen ersten Platz gemacht hat, ist das immer besser, als wenn man keinen ersten Platz gemacht hat. Und das war der Fall für Brügge. Brügge hatte einen ersten Platz gemacht und geht deshalb ins Finale nach Blackpool. Und hier die anderen Mannschaften. Für Belgien also Brügge, wie wir gesagt haben. Für die Schweiz Martigny. Für Deutschland
Wolfsburg, für Großbritannien Shrewsbury und für Italien Adria. Und hier auf unserem Sportplatz ist natürlich jetzt allerhand los. Das Volk läuft auf den Sportplatz, gratuliert natürlich den Mitbewerbern. Und wir dürfen uns jetzt hier auf diesem Platz verabschieden von unseren beiden Schiedsrichtern. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, ich komme gar nicht mehr dazu, mich von unserem lieben Tim Elsner zu verabschieden. Ich sehe ihn noch im Volk irgendwo untergehen. Ich darf freundlich sagen, auf Wiedersehen und auf Wiederhören, lieber Tim Elsner, wo du auch auf diesem Platz hingekommen bist, verloren gegangen. Auf Wieder, da ist er ja. Ja, Tim, also ich dachte, du bist jetzt hier verloren gegangen. Also dann auf Wiedersehen und auf Wiederhören, dann beim Finale in Blackpool, heute in 14 Tagen um 21.05 Uhr im gleichen Programm. Recht herzlichen Dank an alle und Sie, liebe Fernsehfreunde, ich kann Sie nicht mehr sehen, Sie können mich auch nicht mehr sehen. Trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Sie einen guten Abend hatten und sage gute Nacht.